Hallo ihr da draußen, ich bin's wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Heute habe ich wieder ein Aufgebraucht-Video für euch in Verknüpfung mit meinem Minimalismus-Projekt natürlich. Und es sind so viele Produkte, es ist noch mehr als das letzte Mal, habe ich das Gefühl. Und ich zeige euch das mal. Das ganze Ding hier ist mal wieder voll und ich gebe wieder wie das letzte Mal Bewertungen zu den Produkten, damit ihr eben sehen könnt, ob es für mich eher gut oder eher schlecht ausgefallen ist. Und um das Video nicht länger in die Länge zu ziehen, fangen wir auch direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, wir beginnen mit dem Swissopar Frotté Trockenshampoo. Das halte ich wahrscheinlich schon zum millionsten Mal in die Kamera. Ich habe es wieder einmal aufgebraucht, habe es schon wieder öfter nachgekauft und ich bin mit dem Produkt sehr, sehr zufrieden. Ein bisschen einen weißen Schleier hat man, wenn man das Produkt aufträgt, aber ist für mich dennoch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt mehr als in Ordnung und deswegen bekommt das Produkt von mir eine 1-. Dann habe ich aufgebraucht von Kneipp ein Shampoo und zwar in der Duftrichtung Mandelblüten und das habe ich euch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Ich verlinke es euch unten mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt und davon war ich einfach so extrem begeistert. Ich habe schon seit langem nicht mehr so weiche Haare gehabt, wie als ich das Produkt verwendet habe. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat meine Haare so gut gepflegt und sie super weich wirken lassen und deswegen bekommt das Produkt von mir eine 1+. Auch ein Shampoo habe ich aufgebraucht von Alverde und zwar das Repair Shampoo in der Duftrichtung Traube Avocado. Das war explizit für strapaziertes und brüchiges Haar. Habe ich vor, glaube ich, einem knapp halben Jahr mal verwendet, habe es dann so ein bisschen noch bei mir rumstehen gehabt und dann war noch so viel drin. Habe ich jetzt auch leer gemacht und ja, war jetzt für mich nicht der Ultra-Super-Hammer-Effekt und ja, deswegen gebe ich dem Produkt eine 3. Kommen wir dann auch schon zum nächsten Shampoo und zwar auch von Alverde, das Anti-Fett-Shampoo und zwar in der Duftrichtung Brennnessel und Zitronenmelisse. Das war für normales bis fettiges Haar und das Produkt habe ich schon öfter mal gesagt verwendet. Bin wirklich auch super zufrieden damit. Ich habe es nicht für die routinemäßige Haarwäsche verwendet, sondern einfach mal alle 1 bis 2 Wochen, als ich gemerkt habe, meine Haare fetten ein bisschen schneller nach als sonst, habe ich das Produkt verwendet und ich war wirklich super zufrieden damit, kann man nicht meckern und der Preis ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen bekommt das Produkt von mir eine 1. Ich würde mal sagen, wir bleiben auch direkt in der Sparte der Haarprodukte, denn da habe ich auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar habe ich da von Tony & Guy das Sea Salt Texturizing Spray. Das war so ein Meeressalz-Spray und sollte den Haaren einfach so ein bisschen Struktur geben. Das Produkt fand ich gut. Es hat die Haare nicht so extrem verkleben lassen und ich habe wirklich so richtig schöne Beach Waves damit zaubern können. Und deswegen bekommt das Produkt von mir, weil es auch noch super angenehm geduftet hat, eine 1. Als nächstes habe ich von Ghoul das Lockenkraft Spray und zwar in der Duftrichtung Ginkgo und Jojoba und davon war ich jetzt nicht so begeistert. Hatte ich auch schon eine ganze Weile bei mir zu Hause stehen und habe es immer mal wieder verwendet. Der Effekt war einfach nicht so sichtbar für mich, weshalb das Produkt jetzt so eigentlich nicht für mich verwendbar ist, weil es einfach keine Locken aktiviert hat. Und das, wobei ich wirklich schon so naturwelliges bis lockiges Haar habe. Deswegen würde ich das Produkt auch nicht mehr nachkaufen und deswegen bekommt es von mir auch eine 4-. Dann habe ich auch noch ein Spray und zwar von René Fourtere Paris. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Und zwar das Glossing Spray, damit die Haare einfach ein bisschen mehr glänzen und einen schönen, ja, Schein und Schimmer haben. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch und wusste nicht so genau, bringt das jetzt wirklich was? Dann habe ich es wirklich regelmäßig nach der Haarwäsche benutzt und ich muss wirklich sagen, meine Haare wurden ein bisschen weicher davon und wurden auch wirklich ein bisschen glänzender. Also sie haben auf jeden Fall mehr geglänzt, weshalb ich mit dem Produkt eigentlich recht zufrieden war. Der Duft war auch wirklich super angenehm, deswegen bekommt das Produkt von mir eine 2+. Zunächst habe ich auch noch von L'Oréal Paris das Elnett Deluxe Haarspray aufgebraucht und zwar in der Stärke extra starke Halt. Das war diese kleine Größe, die man super in die Handtasche werfen kann. Fand ich jetzt nicht so gut, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich einen extra starken Halt meinen Haaren verliehen hat. Es war eher so ein Haarspray, was ja relativ
leicht war, was ja gut ist, weil es dadurch wirklich leicht auszukämmen war, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Haare damit gut fixiert werden, weshalb das Produkt leider auch von mir nur eine 5 bekommt. So, als nächstes mache ich mal weiter mit der Körperpflege und zwar explizit damit den Duschgels, denn da habe ich auch einige leer gemacht, wie zum Beispiel von Bruno Banani das Not For Everybody Woman Shower Gel. Das war mein so ein Geschenkset. Und es war die ganze Zeit einfach rumgestanden und als ich dann im Urlaub war für 10 Tage, dachte ich mir, nehme ich das mit, ist die perfekte Größe. Und es hat wirklich die 10 Tage gehalten, auch noch ein paar Tage später. Also ich würde sagen, diese 50 ml langen wirklich für so 2 Wochen, vielleicht 2,5 Wochen. Und der Duft war auch wirklich angenehm, kann man nicht meckern. Von dem Pflegeeffekt habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, also es hat jetzt nicht irgendwie super viel Feuchtigkeit gespendet. War also im Großen und Ganzen ein solides Produkt und deswegen bekommt es von mir eine 2. Dann habe ich hier noch ein Duschgel von Priya, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und zwar war das ein Haut- und Haarshampoo, was virtualisierend wirken soll mit Ginseng. Und ich muss sagen, der Duft war jetzt nicht so unbedingt meins. Also, mein Freund hat gesagt, das riecht nach Kümmel. Das war ganz, ganz komisch. Und ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftiger Geruch. Auch wirklich sehr schwer und streng. Und es ist einfach so ein richtig kräftiger Duft, der halt auch nicht so schnell verfliegt. Weshalb es jetzt nicht so unbedingt mein Fall war. Und ja, an sich so vom Effekt her war jetzt auch nicht so ultra berauschend, dass ich sage, das würde ich mir nochmal nachkaufen. Deswegen bekommt das Produkt von mir, weil es eben nicht ganz meine Duftrichtung war, die Note 5. Dann habe ich hier von Balance Me das Super Toning Body Wash Duschgel. Und zwar gleich zweimal. Das war nämlich schon zweimal in der Glossybox drin. Und das habe ich jetzt mal aufgebraucht. Der Geruch war relativ angenehm. Also ist, glaube ich, auch nicht jedem sein Fall, aber im Gegensatz zu diesem Prisha, also dieses Duschgel, von was ich gerade eben erzählt habe, da riecht das echt gut angenehm und ja, es hat relativ gut gepflegt, also ich war ganz zufrieden mit dem Produkt. Was sehr gut ist, dass es eben zu 99% aus natürlichen Stoffen hergestellt wird, was für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, der Duft hat mich so vom Hocker gerissen, dass ich den auf jeden Fall nochmal nachkaufen will oder dass die Pflegewirkung so gut war. War dennoch ganz in Ordnung, weshalb das Produkt eine 3 von mir bekommt. Dann habe ich hier ein Shower Gel und zwar von Mercure and Me, also aus dem Hotel Mercure, da gibt es ja diese Kette. Da habe ich das mal mitgehen lassen. Der Duft ist wirklich super, super erfrischend. Also genau das, was ich mir wünsche. Ein leichter Duft, der nicht so extrem auf der Haut ist, der aber wirklich sehr erfrischend riecht und einfach, wenn man aus der Dusche geht, nochmal so ein tolles Gefühl verleiht. Kann man so, glaube ich, nicht kaufen, aber ich wollte es euch dennoch mal zeigen. Deswegen, ja, würde ich dem Produkt einfach mal so eine 2+ geben, weil es jetzt vom Pflegeeffekt her auch nicht wahre Wunder bewirkt hat, aber der Duft war wirklich super, super, super angenehm. Und das letzte Duschgel, das ich euch zeigen möchte, ist von Rituals, das Yogi Flow in der Duftrichtung Indian Rose and Sweet Almond Oil. Und ich habe wirklich noch nie ein Rituals Shampoo benutzt und das war mein erstes, das ich verwendet habe. Und ich dachte erst so, die sind ja ziemlich teuer, weiß nicht so recht, wie ich das dann finden soll, aber dieser Duft ist unglaublich und unfassbar gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die so, so, so gut riechen und hat eigentlich auch relativ lang gehalten. Also war jetzt nicht so, dass es nach einer Woche leer war, so ja 2 bis 3 Wochen hat es definitiv schon gehalten. Und weil ich eben so begeistert von dem Produkt war, gebe ich auf jeden Fall eine 1. Warum es keine 1+ ist? Einfach, weil es dennoch ein bisschen übertrieben ist vom Preis. Dann habe ich aufgebraucht 2 Pflegecremes, also ja, Bodylotions. Das eine war von The Body Shop und zwar war das die Body Butter in der Duftrichtung Vanille. Ich muss sagen, es war in Ordnung, also hat ganz gut Feuchtigkeit gespendet, hat mich jetzt wirklich auch nicht wieder so ultra begeistert und ich mag eher flüssigere Konsistenzen bei Bodylotions, also nicht so ganz feste und die war dann doch schon relativ fest, wo ich dann auch das Gefühl hatte, dass ich viel von dem Produkt brauche, bis wirklich mein Körper genug Feuchtigkeit aufnimmt, weshalb ich dem nur eine Note 3 gebe. Und dann habe ich noch von IDC Institute die Coconut Hand and Body Butter. Also das war wirklich ultra extrem. Der Duft ist einfach so,
erschlagend. Also dann riecht das ganze Zimmer, wenn man das aufgetragen hat, wirklich erstmal komplett nach Kokos. Also von Duft her, wer Kokos mag, für den ist es das genau richtige Produkt. Von der Pflegewirkung her, muss ich sagen, war es ähnlich wie bei The Body Shop. Hatte auch eine ziemlich feste Konsistenz, weshalb ich es nicht ganz so toll fand. Und man brauchte wieder relativ viel vom Produkt, bis ich das Gefühl hatte, dass es eben Feuchtigkeit spendet. Dennoch gebe ich den Produkten Ticken eine bessere Note, und zwar eine 3+, weil der Geruch dann doch ein bisschen mehr überzeugt hat als bei dem Produkt von The Body Shop. Das letzte Produkt, was mit Körperpflege zu tun hat, ist ein Deo, und zwar von Rexona, das Long Lasting Protection Shower Fresh Deo, was ich wirklich schon seit Ewigkeiten verwende. Ich glaube, ich habe es auch schon wieder 100.000 Mal in die Kamera gehalten. Das ist diesmal die Compressed Version, also die kleinere Variante, aber wo genauso viel drin ist. Ich kann mich immer noch nicht beschweren, ich kaufe es mir jedes Mal nach, deswegen bekommt das Produkt von mir eine 1. Ach, ich habe noch was gefunden, was in den Bereich Körperpflege gehört, und zwar eine Handcreme von Claire Fisher. Die war in meiner Glossybox und ich war wirklich sehr begeistert von der. Die hat wirklich super viel Feuchtigkeit gespendet, ohne dass man viel von dem Produkt benötigt hat. Und der Geruch war angenehm, und ich kann eigentlich wirklich nicht viel dazu sagen, außer dass sie wirklich sehr gut ist und viel Feuchtigkeit spendet, weshalb sie auch eine 1+ verdient hat. So, jetzt kommen wir auch schon zur Gesichtspflege und auch schon zur letzten Kategorie somit. Da habe ich einmal von L'Oréal Paris das Skin Perfection 3-in-1 Reinigungsfluid mit Micellentechnologie. Das habe ich eben zum Abschminken verwendet, immer auf dem Wattepad gegeben und dann eben das Make-up und Wimperntusche und was weiß ich nicht alles entfernt. Hat mich jetzt nicht so extrem zufriedengestellt, weil noch viel Make-up-Rest meist übrig geblieben ist. Also wasserfeste Mascara ging hiermit relativ schwer ab, zumindest bei mir. Und deswegen würde ich es mir jetzt auch nicht unbedingt wieder kaufen, weil es ja doch schon bessere Produkte gibt. Und deswegen bekommt das Produkt von mir leider nur eine 3-. Dann habe ich hier von Aderma die Cleansing Micellar Lotion, wie auch immer das ausgesprochen wird, war ein Reinigungsgel für eben das Make-up wieder. War ich ganz zufrieden damit, hat auch wirklich relativ lange gehalten, also war wirklich ergiebig. Der Duft war sehr geruchsneutral und hat auch wirklich gut wasserfestes Make-up abbekommen. Also definitiv besser als das L'Oréal Paris Produkt, was ich euch gerade gezeigt habe. Weshalb es von mir auch eine 2+ bekommt. Dann habe ich hier von der Marke Kueshi das Pure and Clean, ein Gesichtswasser von Kueshi. Am Anfang wusste ich nicht so genau, ob mir der Geruch gefällt, aber jetzt im Nachhinein, umso öfter ich es verwendet habe, umso besser fand ich den Geruch. Für manche ist es vielleicht nicht ganz sowas, weil es doch ein relativ intensiver Geruch ist, aber für mich war es wirklich super und hat auch ein gutes Gefühl der Haut gegeben, nach der Gesichtsreinigung eben nochmal so ein Gesichtswasser aufzutragen. Hat wirklich sehr gepflegt, weshalb ich dem Produkt auch eine 1 gebe. Dann habe ich hier von Alverde das Aqua Peeling Perle für normale und Mischout. So sieht das aus. Das habe ich auch eine ganze Weile lang verwenden können. Ich habe es ungefähr einmal die Woche am Wochenende mal benutzt, einfach um meine Haut ein bisschen zu peelen. Und der Geruch war wirklich super angenehm. Die Perlen, die drinnen sind, sind ein bisschen grobkörniger, was ich aber persönlich sehr mag. Also ich mag nicht so, wenn diese kleinen Perlen sind, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es dann nicht so einen großen Effekt hat. Das Produkt war wirklich super und war auch wirklich gut so als Peeling-Effekt. Hat die Hautschüppchen auch gut weggemacht und trockene Hautreste, sage ich jetzt mal, gut beseitigt. Deswegen bekommt das Produkt von mir auch eine 1. So, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Noch ein paar Produkte habe ich. Und zwar habe ich mal wieder mein heißgeliebtes Carmex aufgebraucht für die Lippen. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Es ist einfach super für die Lippen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt top, weshalb es von mir eine 1+ bekommt. Dann habe ich hier auch noch was für die Lippen, und zwar von Etrebelle das Lip Lift Peeling. Und zwar war das so ein Lippenpflegestift mit so kleinen Körnchen. Und sie waren auch wirklich sehr, sehr, sehr fein und sehr klein, was auch wirklich super angenehm auf den Lippen war. Man hat sie so ein bisschen aufeinander gerieben und das war wirklich echt toll. Vor allem, ich habe im Winter extrem rissige Lippen, da hat es wirklich ganz gut verpflegt, sage ich jetzt mal. Weshalb das Produkt von mir eine 1 bekommt. Dann habe ich noch von der norwegischen Formel von Neutrogena die Lippenpflege mit Nordic Berry und der Geruch ist einfach so gut. Der Pflegeeffekt ist ganz in Ordnung, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow, war jetzt wirklich extra, super, mega klasse. Da ist das Carmex doch noch ein Ticken besser und dem Ganzen eine Nase voraus. Der Duft war wirklich echt klasse. Ich liebe diese Nordic Berry Serie.
Aber eben der Pflegeeffekt war nicht so gut, weshalb das Produkt nur eine 2 bekommt. Dann habe ich von Anatomicals die Puffy the Eye Bag Wake Up Under Eye Patches verwendet. So sehen die aus. Fand ich jetzt nicht so gut. Ich habe einfach nicht so einen Pflegeeffekt gespürt. Die musste man eine halbe Stunde unter den Augen eben drauf lassen. Und ja, ich finde, da tut es eine Augencreme sogar besser als diese Eye Patches. Da gibt es bestimmt andere, die vielleicht besser sind. War jetzt nicht so mein Fall und fand ich wirklich nicht gut, weshalb sie eine 5 bekommen. Dann habe ich hier noch 2 Gesichtscremes. Zum einen von Love Me Green, die Regenerating Day Face Cream, also war für einen Tag. Der Geruch ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde, es riecht ein bisschen nach Knete. War jetzt nicht so mein Fall, weshalb ich auch froh bin, dass ich sie jetzt endlich leer bekommen habe. Der Pflegeeffekt war jetzt auch nicht so der Hammer. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sogar ein bisschen auf der Haut ein bisschen klebt. Ja, war ziemlich komische Creme, also ich weiß jetzt nicht, die würde ich mir auf keinen Fall wieder kaufen, weshalb ich ihr auch wirklich eine 5 minus geben muss, weil es einfach, ja, fast schon katastrophal war. Im Gegensatz dazu hatte ich aber von Thai die Night Cream mit Jojoba und die ist ein teures Produkt, daran kann ich mich noch erinnern, die war mal in der Glossybox drin. Habe ich jetzt endlich leer gemacht und der Pflegeeffekt war wirklich super. Über Nacht wurde die Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit verpflegt. Man hat nicht viel vom Produkt verwenden müssen, also es war wirklich super ergiebig. Würde ich mir aber dennoch trotz des super Pflegeeffekts nicht nachkaufen, weil der Preis einfach zu hoch ist und ich da doch ein bisschen zu geizig bin dafür. Aber ja, das Produkt bekommt dennoch von mir eine 2+. Weshalb? Weil der Preis einfach ein bisschen zu hoch ist, also man könnte auch ein bisschen runterschrauben. So, und jetzt habe ich auch schon meine letzten 2 Produkte in der Hand. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil mein Akkuzeichen schon leuchtet und ich das Gefühl habe, er wird gleich schlapp machen. Zum einen habe ich hier von Evelyn das Make-up Eye und ich weiß nicht, ob ihr es seht, es ist total vergewaltigt, wobei ich es gar nicht mal so oft verwendet habe. Ich weiß nicht warum, ob es einfach ein Montagsprodukt war oder keine Ahnung, es sieht einfach total scheiße mittlerweile aus und so wollte ich das definitiv nicht mehr weiterverwenden, so zerfetzt wie das ist. Ich habe mir jetzt nochmal einen nachgekauft, bin mal gespannt, ob der länger hält und vielleicht besser standhält, sage ich jetzt mal. Aber dennoch lässt sich zum Beispiel der Concealer oder das Make-up damit echt gut verarbeiten und einarbeiten, weshalb ich dem Produkt erstmal vorweg eine 2 gebe. Wer weiß, wie das nächste Mal das Ei abschneiden wird, aber ich hoffe, es wird nicht zu schrecklich aussehen. Und zu guter Letzt habe ich von Maybelline den Fit Me Concealer. Das ist mein allerliebster Concealer aus der Drogerie. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares in der Drogerie gefunden. Er hat wirklich eine super Deckkraft. Er deckt wirklich ziemlich jede Rötung, jeden Pickel, jeden Augenschatten, jeden Augenring ab. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kann man wirklich auch nichts sagen. Deswegen ist das für dieses Produkt eine glatte 1+. So, das waren jetzt alle meine Produkte. Ich weiß, es waren wieder sehr viele. Deswegen musste ich jetzt dieses Aufgebraucht-Video abdrehen. Nicht, dass es noch mehr werden und ich euch mit einem 40-Minuten-Video erschlagen muss. Es langt schon, wenn es jetzt halt, glaube ich, knapp 20 Minuten lang wird. Ich weiß es nicht, aber ich habe wirklich so viele Produkte jetzt gehabt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu bestimmten Produkten habt, könnt ihr sie mir gerne unten in den Kommentaren stellen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon für heute mit dem Video. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und ich hoffe, ihr bleibt dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!